Der Seeland-Cup Swiss im Green eröffnet gestern oben den FC Solothurn und Köniz. Der zweite Match am Abend spielt Biel gegen Breitenrhein. Weit und breit kein SV Lys. Außergewöhnlich, dass an einem eigenen Turnier der Heimclub jetzt schon zum zweiten Mal nicht mitmacht. Gründe gibt es aber gerade ein paar. Es ist einfach so, dass wir sicher immer zu wenig Leute sind, weil wir viele Ferienabsenzen haben, weil die zweite Liga einfach so ein breiter Sport ist und auch nicht so professionell. Und da kann man niemandem irgendwie sagen, es darf nicht in die Ferien. Und darum machen wir eigentlich sozusagen nicht mit. Ja. Dazu kommt noch der Klassenunterschied. Alle anderen Mannschaften spielen zwei oder sogar drei Ligen höher als Lys. Für den OK-Präsident Andreas Brechbühler spielen bei der Mannschaftsauswahl natürlich auch die Zuschauerzahlen eine Rolle und somit auch der finanzielle Faktor. Wir haben ja schon überlegt, ein Turnier machen, Zweit- und Drittligamannschaften. Hat natürlich nie den Charakter, hat nie die Qualität, die wir heute haben mit diesen Mannschaften jetzt hier. Und darum habe ich das Gefühl, im Moment ist das Konzept nicht schlecht und wir behalten das. Der SV Lys hat sich auch schon an zwei Turnieren mit dem FC Arberg zusammengetan, um eine bessere Chance zu haben. Der gewünschte Effekt ist ausgeblieben und es hat weiterhin hohe Niederlagen gegeben. Zurzeit steht noch im Raum, ob der SV Lys einen ähnlichen Versuch mit dem FC Besa startet. Sicher ist aber, Spieler und Organisation würden den SV Lys gerne wieder am Turnier sehen. Klar wäre das noch das Töpfchen für mich, wenn ich sage, weil Lys dabei wäre. Aber jetzt ist es halt so und vielleicht, ich habe schon an anderen Orten gesehen, vielleicht in einem, zwei Jahren, ja, ist die Mannschaft auch an einem Ort, wo man kann sagen, jetzt macht es wieder Sinn, dass sie hier eigentlich mitmachen können. Ja, das sicher. Jetzt haben wir sehr viele junge oder junge aufstrebende Spieler, die sicher sich gerne würden messen mit Mannschaften, die in der Erstliga spielen, Erstliga Promotion. Da hat man sicher drei, vier, fünf junge, hungrige, die das würden gerne machen würden. Ja. Der 27. Seeland-Cup, der noch bis am Donnerstag in einer Woche geht, findet aber trotzdem nicht ganz ohne SV Lys statt. Wie alle Jahre helfen die Spieler beim Turnier mit und stehen auch selber hinter dem Grill.